denke, die Frau Ministerin, Herr Minister, die Botschafter, der Generalkonsul, meine Damen und Herren. Einschnitt. Zentrales Sinnbild für ein dramatisches, lange nachwirkendes Ereignis. Ergriffenheit, Bedrückung, menschliches Maß und würdiges Gedenken. Gepaart mit solider Information. Das sind die sich anschließenden Leitbilder unseres vorliegenden Entwurfs. Der Erinnerungsort respektiert das Vorhandene. Nichts wird hinzugefügt, wohl aber etwas weggenommen. Es wird weggenommen und verwandelt. Genauso wie damals bei den tragischen Olympischen Spielen, bei dem Attentat 1972. Die zentrale Präsentationsebene, in der wir uns gerade hier auch befinden, dieses Erinnerungsortes, tieft sich abgestuft in die Landschaft ein. Ein Panoramafensterband entsteht und gibt mit der Medienwand den Blick frei auf die Orte, die letztendlich das Attentat und die Ereignisse miteinander verbunden haben. Es ist der Ort des Attentats, den wir auf dieser Seite sehen. Es ist das Denkmal König, das in diesen Bereichen rüberläuft. Es ist der Olympiaturm im Hintergrund mit den Dächern, die Landschaft selbst und natürlich kann man sagen auch die zahlreichen Gedenkorte, die sich über die gesamte Welt erstrecken. Sie werden präsent. Sie werden präsent an diesem Ort werden und es entsteht ein Gefäß. Und wenn ein Gefäß entsteht, dann nimmt es auf und gibt zugleich. Es nimmt die Menschen auf und bietet ihnen würdige Information und echtes Gedenken. Und es gibt den Opfern ein Gesicht. Dieser Ort hier, und das berührt mich sehr, jetzt heute an diesem Tag hier stehen zu dürfen, hat uns, kann man sagen, fast 1,5 Jahre gemeinsam beschäftigt. Wir haben uns mit sehr vielen Gedanken, ich habe ja auch eigene Erinnerungen an diesen Tag von 1972, und wir waren davon überzeugt, dass gemeinsam mit allen Beteiligten hier kein Kompromiss gefunden wird, sondern die beste Lösung. Und diese beste Lösung sehen Sie jetzt in Bildform hinter uns, und wir sind sehr, sehr froh, kann man sagen, und auch, kann man sagen, wirklich haben wir gemerkt, in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten auf dieser Ebene, dass es ein großes Anliegen ist, diesen Gedenkort an dieser Stelle, in dieser Qualität, als offenen Ort präsentieren zu können. Als ein Ort, der die Jahreszeiten aufnimmt, der die Tageszeiten aufnimmt und der den Leuten nicht in einer verschlossenen Art, sondern in einer ganz offenen Art Erinnerung und Information geben kann. Dankeschön. Wenn im nächsten Frühjahr der Bau tatsächlich beginnt, wird eine Kassette in den Grundstein gelegt, die wir heute füllen und die wir Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle als dem Bauherrn übergeben werden. In die Kassette werden eingebracht eine Urkunde, die Frau Ministerin Hotovil und Herr Minister unterschreiben, die Baupläne, eine israelische und eine bayerische Tageszeitung und Schekel und Euros. Dann hat die Welche Zeitung hast du mitgebracht? Ja. Ich bitte jetzt bitte Frau Ministerin Hotovili, please come to me to sign the things which are coming into this. Dann müssen Sie bitte auf. Is that part of the ceremony? Okay. You should. Please sit down. Oh, to see the date. Yes. To see the date. Okay. Okay. Oh, okay. You should sign out. This is the Hebrew version.
No, not finished yet. And this is the Bavarian. The Bavarian, the German version. This is the third. Müssen wir sperrig sein? Yes, change the place. Okay. Sie fangen das Deutsch an. Urkunde zum Grundstein für den Erinnerungsort Olympia-Attentat München 1972. Datum von heute zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung ist Joachim Gauck, Bundespräsident, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Horst Seehofer, Ministerpräsident des Freistaats Bayern und Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München. Zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung ist Reuven Rivlin, Staatspräsident, Benjamin Netanyahu, Ministerpräsident des Staates Israel. Bauherr des Erinnerungsortes ist der Freistaat Bayern. Das Architekturbüro Brückner und Brückner aus Zirschenreuth wurde mit dem Entwurf beauftragt. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2016. Feierlich wird am heutigen Tage die Architektur des Erinnerungsortes Olympia-Attentat München 1972 präsentiert. Der Festakt wird begangen durch den Unterzeichneten und die stellvertretende Außenministerin des Staates Israel. Der Festakt erfolgt im Beisein des Botschafters des Staates Israel in der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Hadass Handelsmann, des israelischen Generalkonsuls für Süddeutschland, Herrn Dr. Shaham, und des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Dr. Josef Schuster, in Erinnerung an die Opfer des Attentats und als Zeichen der deutsch-israelischen Verbundenheit wird der Gedenkort im Olympiapark errichtet. Möge der Gedenkort dazu beitragen, die Erinnerung an die Geschehnisse des Jahres 1972 lebendig zu halten. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie noch einmal kurz an die Plätze gehen würden, dann spielt das Bläserquartett des Staatsministeriums, dem wir sehr herzlich danken, zum Abschluss der Zeremonie die israelische Nationalhymne, die Hatikva. Bitte erheben Sie.